Eine gute Stunde sind wir bereits in diesem Level. Haben gerade den gelben Schlüssel noch erhalten. Es fehlt nur noch der rote, der auch schon da hinten zu sehen ist. Dann durch die rote Tür. Ich glaube, das schaffen wir auf jeden Fall in diesem Video, das Level zu beenden. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Aber ich weiß gerade nicht, welche Spawner hier jetzt überhaupt noch aktiv sind. Und wo will ich hin? Ich will eigentlich auch die Gefangenen. Wir gucken mal, ob wir nebenbei auch den roten Schlüssel mit einsacken können. Waren hier Gegner oder hatte ich die schon alle ausgelöscht? War da der doofe Spawner? I don't know. Hier war das nicht. Gut. Inzwischen finde ich das Level etwas verwirrend aufgebaut. Am Anfang und mittendrin dachte ich noch, ist ja gar nicht so groß. Aber gerade finde ich mich gar nicht so zurecht. Zurecht. So, da gibt es Möglichkeiten. Da ist zum Beispiel ein roter Schlüssel. Aha. Kurz vor der Nase kratzen und an der Stirn. Und dann hat man schon wieder alles verpasst. Wer war das denn jetzt? Ich mag es nicht, wenn mich Gegner treffen, die ich nicht sehe. Das ist ein sehr unschönes Gefühl. Wir gehen da vielleicht einfach in die gelbe Tür. Sollten wir das tun? Wir müssen irgendwie in den Raum da unten reinkommen. Von der anderen Seite vielleicht. Da war ich ja schon mal. Wir gucken erstmal hier rein. Normale. Oh, sind da Gegner. Na, gehen wir weiter. Noch mehr Gegner. Viel zu viele Gegner. Wir gehen einfach mal durch. Die lassen sich ja schön abknallen. Das nehme ich einfach mal so hin, ja. So schnell kommen wir selten vorwärts. Gauss sei Dank. Oder ist es ein Red oder eine Helix? Hatte ich eine Helix schon? Jetzt habe ich eine Helix. Ach, von der anderen Seite habe ich die, glaube ich, auch schon gesehen, die Gegner, und die haben mich dann genervt. Gut, nehmen wir das noch mit. Und das noch. Und das und das und das und das und das und die Gefangenen sowieso. Ah, ich sehe euch doch. Nicht, dass ich aus dem Gefangenenlager rauskomme und ihr erwartet mich schon. Das habe ich aber gar nicht gern. Ich hab's nicht gern, wenn Roboter wissen, was mein nächster Schritt ist und mich schon erwarten. Das kann ich gar nicht leugnen. So. Ich meine, vorhin wollte ich noch irgendwas sagen, aber das kann nicht so wichtig gewesen sein. Ich glaube, es war einfach nur, ja, fast haben wir es Level geschafft. So, was steht hier Schönes? Aha, kaufen Sie bei uns. Es gibt leckere Cola. Mhm. Aber Cola ist ungesund. Trotzdem gerade ein Kasten hier. Muha. Nicht oft, aber gelegentlich kann man sich das ja mal gönnen. Huch. Ich hätte beide wieder Alt-Tab gedrückt. Warum will ich immer Alt drücken, wenn ich Tab drücken will? So reflexartig. Von da komme ich. Offensichtlich will ich da nicht weiter, oder? Moment. Kam ich da wirklich hier? Ich will unten lang. Ganz offensichtlich will ich unten lang. Da komme ich auch ans Ziel. Noch mehr Gegner. Wer hätte damit gerechnet? Ich nicht. Ich glaube, da ist ein Gauss ganz angebracht. Der nervt nämlich, der Typ. Schön, bleibt da umgedreht. Das ist ganz gut. Das machst du wunderbar. Immer schön mir den Rücken kehren. Dann bin ich nämlich total verwirrt. Und schlage mich vor Verwirrung selbst. Vier Homing-Missiles. Nehme ich. Angenommen. Ja, das Level flackert auch. Nehmen wir so hin. Bin gespannt, ob wir noch irgendwann mal eins finden, das nicht flackert. So. Speichern. Ist er jetzt so schlecht bewacht? Ich habe das Gefühl, teilweise gucken die nur auf schönes Aussehen der Räume. Weniger auf Gameplay. Und außerdem kommt mir der Raum ein bisschen bekannt vor aus dem älteren Level. Und es passiert nichts. Das ist so eine Eigenart von diesem Add-on. Passiert aber nichts. Oh, vielleicht ein bisschen doch, aber nur ganz wenig.
So, noch mehr Gegner. Ja, toll. Der kann nicht mal schießen, der Invalide. Der Pazifist. Das Pazifist-Schwein. Ja. Vergesst's. Bitte. Hier unten vielleicht noch was. Nee, komm, wir beenden das jetzt. Wo? Woher? Du warst doch vorhin auf der anderen Seite und ich oben. Haben wir gerade die Rollen getauscht. Soll ich den killen, wirklich? Nicht mit meiner kostbaren Gauss. Wo war das jetzt? Da war das doch, oder? Nö, war es nicht. Irgendwie war es das nicht. Ich habe mich wieder selbst verwehrt. Mir wurde wieder der Rücken zugewandt vom Gegner und schon keine Ahnung mehr. Ich sehe halt auch nicht mehr, wo der rote Schlüssel war auf der Karte. Dann könnte es daher ableiten. Dann fliegen wir einfach. Oh, da ist irgendwas passiert. Habt ihr es gehört? Das war nicht gut. Jetzt gibt es die Gegner. An der Stelle. An. Oder irgendeine Tür ist aufgegangen, die gut war, oder wie? Das Gitter ist weg irgendwie. Ich hab's nicht ganz kapiert, aber irgendwie geht's jetzt weiter. Irgendwie geht's jetzt hier weiter. Alles okay. Ich bin so verwirrt. Boah, die Augen. Ich krieg hier auch noch einen Anfall. Wo will ich jetzt eigentlich hin? Ich will eigentlich nur zur roten Tür, oder? Oder gibt's hier noch Gefangene? Hatte ich die nicht schon eingesammelt? Doch, ich habe alle Gefangenen. Sehr schön. Wo ist die rote Tür? Die befindet sich da hinten. Unten rechts. Soll ich erst zum Energy Center? Ne, ich habe genug. Oh, wow. Moment mal. So, und dann unten rechts. Also drehen und dann darüber. Gibt es hier noch einen Gang dahin? Wie komme ich darüber? Soll ich den ganzen Weg außen rum fliegen? Muss das sein? Sekunde, es geht leichter. Hier rum nämlich. Irgendwo. Irgendwo geht's hier rum. Da bin ich mir fast sicher. Jawollo, genau den habe ich gesucht. Ich weiß zwar nicht, warum es hier keine Gegner mehr gibt. Ja, warum habe ich das gesagt? Ich habe nichts mitbekommen. Ich weiß von nichts. Ich habe schon 29.000 Punkte. Das reicht mir. Dann darunter. Ich meine, direkt vor der roten Tür ist das Exit. Ich muss da also nie wieder hin. Da ist ja nicht mal ein Energy Center, oder? Oder war das wieder? Ich habe nichts gemerkt. Ich hab genug Energy. Ich gehe hier einfach weiter. Anstrengend. Solche Argumente aus den Fingern sich zu saugen. So, Energy Center. Ist das ein Gegner? Ist der? Habe ich einen gehört? Ich will nur mal ein bisschen gucken. Also einen Reaktor sehe ich schon mal nicht. Oh nö. Es ist ein Endgegner. Es ist ein Endgegner. In Level 7 kommt plötzlich einer. Einfach so aus dem Nichts. Keiner hat damit gerechnet. Wir haben uns alle schon an die Reaktoren gewöhnt und mit ihnen uns angefreundet. Und dann kommt da jetzt hier ein Kack-Endgegner. Also Level-Endgegner. Weg. Und da ist auch noch ein Spawner, der ein bisschen flackert. Puh. Gut, dann brauchen wir ein paar mehr Stände. Gut, wir müssen erstmal die Tür hier aufkriegen mit dem Marker. Vorher muss natürlich da ein bisschen sauber gemacht werden. Damit ich mir auch die Zeit nehmen kann dafür. Warum haben sie hier jetzt so eine Lücke vorne dran gemacht, dass man da voll schwer durchkommt? Lass mich mal kurz den Marker machen. Noch nicht. Heißt das wohl. Jetzt kommt einfach mal ein Boss. Ein Boss aus dem Nichts. Einfach so. Immerhin, wenn ich hier zum Energy Center kann, dann muss ich zum anderen nicht mehr. Ich bin doch kein Thief-Bot. Was denkst du dir? Ganz so dumm bin ich nicht. Haha. Kapisch? Hast du das eingesehen? So, dann war da drüben noch einer und dann kann ich hoffentlich endlich mal einen Marker setzen. Eine Markierung,
hernabpinkeln. So, ich glaube, ich bin dann bei 4. Ja, ich hab's geahnt. Das wird mir jetzt voll die Sicht versperren, aber scheiß drauf. 5. Nein! Wieso nicht? So. 6. Nummer 6 hat es hinbekommen. Wunderbar. So, wo bist du? Und wo sind die anderen Gegner? Hoffentlich spawnt da keine Gegner. Sowas finde ich immer voll doof. Und kommt mir ja nie weiter, wenn immer wieder neue kommen. Vielleicht lag es auch nur am Spawner, der auf Insane halt unendlich gespawnt hat. Weil der auch im Endgegner integriert war. Bei anderen Bossen. Oh, du bist auch noch da. Gut. Darfst du auch sterben? Ist da was rausgekommen? Leider ja. Eklig. Eins ist tot, zwei sind tot. Einer lebt, glaube ich, noch. Erstmal muss der sterben noch. Lebt da noch was? Ich glaube nicht. Doch, da. Jetzt nicht mehr, oder? Jawoll. Also, es klappt doch. Weiträumige Räume sind einfach wundervoll. Sie sind so, so zart einfühlend. Bittersüß. Hehehe. Gehst du weg. Was denkt er sich? Moment kurz. Bis hierhin klappt ja alles wunderbar. Der lebt noch? War der nicht schon tot? Halbtot? Huch, das kommt mir nach. Ist ja wie so ein Stalker. Jetzt ist er tot. Dankeschön. Es ist spannend, aber der Endgegner scheint sich nicht zeigen zu wollen. Der ist scheinbar ein bisschen schüchtern. Habe ich nichts dagegen. Oder war es wirklich ein Endgegner oder habe ich mich einfach nur geirrt? Ich meine, ich hätte einen gesehen, der sich unsichtbar gemacht hat. Oh, da ist er. Ich hatte recht. Der schießt ganz viele Raketen. Was sind das für Grüne? Keine schlimmen, oder? Oder sind das neue? Smarts? Sind doch keine Smarts, oder? Ich mag keine Smarts. Nicht, wenn ich sie abbekomme. Wie viel hältst du aus? Oh nein, der hat einen Spawner offenbar irgendwie integriert. Wer hat denn jetzt mich kaputt geschossen? Wer? Kann ich noch ein bisschen hier rumfliegen? Und mich wohlfühlen? Das wäre wunderbar. Hat er sich teleportiert? Kann er sich teleportieren? Bitte nicht. Ist er. Gut, ich glaube, ich kann mich um mich kümmern hier. Hätte ich noch eine Unsichtbarkeit. Ich bin ja sofort tot. Ich mag das nicht. Gut, was habe ich denn an Mega? Ich habe Megas. Jawohl. Die muss ich wohl jetzt einsetzen. Ich muss erstmal. Ich komme hier nicht mehr weg, oder wie? Ihr wollt mich verarschen. Heftig. Ich komme da nicht mehr weg. Moment, ich habe einen Afterburner. Probieren wir es mit dem. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfliehen soll. Aber hier bin ich erstmal sicher. Gibt es denn noch Geheimnisse? Das wäre geil. Was haben wir denn? Oh, er kommt direkt mir hinterher. Was gibt's doch nicht? Wie sollen wir denn da fliehen? Er spawnt Gegner. Ich mag das nicht. Lass mich doch mal hier kurz raus. Wann geht der Spawner hier an? Ich lebe. Ich lebe, Jungs. Und Mädels. So, wenn er jetzt mal hier vorkommt, kann ich einfach von hier schießen. Das wäre voll geil. Aber hier traut er sich nicht hin irgendwie. Sollte ich meine Guides an ihm verschwenden? Das wäre es ja. Ich gucke mich auf jeden Fall erstmal nochmal ein bisschen um. Vielleicht finde ich da noch irgendwie einen Geheimgang. Gibt es hier irgendwo einen... Bestimmt gibt es hier geheime Dinge. Ich dachte schon, der teleportiert sich einfach weg jetzt. Guided Missile View, Alter. Ja, ich weiß nicht, ob ihm das was ausmacht. Jedenfalls nicht viel, das ist klar. Interessanter Boss. Nicht allzu groß, würde ich jetzt mal sagen, aber... Er hat eigentlich nur zwei Kanonen. Warum kommen da so viele Raketen raus? Oh, hallo, er schießt. Also irgendwann kommt er doch hier hin. Und dann, so viel Geduld muss ich nur haben. Und dann kann ich ihn kaputt kloppen.
eiskalt, blutig schlagen. Ich weiß echt nicht, ob ich meine Guides an den verschwenden soll. Erstmal vielleicht die Megas und dann die Smarts und dann sind wir wieder hier auf Sparflamme. Bis wohin kann ich mich wagen? Irgendwann kommt er halt aus seinem Versteck heraus. Und wehe, Megas machen ihm nichts aus. Das wäre so lächerlich, wenn die geilsten Waffen gar nicht eingesetzt werden können. Dann, wenn man sie mal bräuchte. Treff ich? Hat er sich jetzt teleportiert wieder? Ich verstehe noch nicht, ob er das überhaupt kann. Ah, ich bin zu aufgeregt. Der Boss ist hart. Und ich traue mich jetzt auch nicht, hier drin zu speichern, weil der immer plötzlich irgendwie aus dem Nichts kommt und dann da ist. Jetzt müsste ich ihn getroffen haben. Dann mache ich auf jeden Fall direkt mal einen neuen Stand. Das wird wieder lange dauern, glaube ich. Der stöhnt irgendwie. Ich höre es aber kaum. Mit meinem einen Ohr. Da ist noch mehr Shield. Ich glaube, er ist weg, Mist. Der kann sich irgendwie unsichtbar und teleportieren und was auch immer. Ich weiß nicht, ob ich ihn überhaupt schon getroffen habe. Beim ersten Mal. Treff ich? Er war am unsichtbar werden, aber ich weiß halt nicht. Wieso werde ich bei jedem Schuss sofort getötet? Ich halte gar nichts aus mit meinem Drecksschiff. Jetzt habe ich... Ich müsste ihn getroffen haben. Also es war eigentlich ziemlich klar, der Treffer. Eine Mega habe ich noch. Okay, ich sollte nicht schießen, wenn er gerade unsichtbar ist. Von links kommen, damit rechnet er bestimmt nicht. Er ist unsichtbar, das wird doch so nichts. Hat er sich teleportiert? Ja, er hat sich teleportiert. Habt ihr es gesehen? Er kann sich teleportieren. Aber nicht direkt hintereinander wieder, glaube ich. Die Hoffnung steht zumindest, dass er dann erstmal kurz einen Cooldown braucht. Abklingphase. Und ich schaue mal kurz ab. Der Spawner macht mich ja auch ein bisschen nervös. So, Smarts habe ich noch. Smart Missiles. Ich will meine Reaktoren wieder zurück. Mal sehen, wie viele Bosse es gibt. Vielleicht 3 insgesamt bei 21 Leveln. Oder gab es 21? Ich habe keine Ahnung mehr. Bosse machen einen immer fertig. Macht man einen Boss ohne Speichern? Das geht doch gar nicht. Sieht so friedlich aus, der Raum. Das Schöne ist ja, hier fliegt nicht mehr alles Mögliche. Alle möglichen Zeugs rum, die man nicht klein kriegt. Da gab es andere Bosse, die ja richtig genervt haben. Weil man ständig so ein kleines Vieh im Gesicht hatte. Wobei man eigentlich den Boss erwischen wollte. Da unten ist er so gerne. Ist da vielleicht irgendwas Geheimnisvolles? Scheint mir nicht der Fall zu sein. Jetzt hat er sich verkrümelt. Vielleicht will er ja doch nicht mehr kämpfen. Er ist des Kampfes müde geworden, vielleicht. Wisst ihr, was ich gerne hätte? Irgendwie ein Geheimnis. So ein Unverwundbarkeit, und dann würde ich ihn mal voll eine reinhauen. Irgendwo gibt es hier bestimmt Unverwundbarkeit. Nebenbei mal kratzen. Und dann suchen wir die. Normalerweise gibt es das doch. Aber ich finde keine. Erschütternd. Ich kann es noch dunkler machen. Yay. Hier auch nix. Was soll das alles? Hä? Wieso gehen die Lichter nicht kaputt? Die sind fest. Hart gecodet. Hier ist auch nichts. Ist ja total scheiße. Ohne Unverwundbarkeit macht den Boss doch keinen Spaß. Ja. Hat sie noch getroffen? Er hat sich doch wieder sichtbar gemacht. Ich glaube schon.
Das juckt ganz schön jetzt. Also so ein Kampf macht sehr... Der fördert den Juckreiz. Da ist er. Solange er unsichtbar ist, ist er bestimmt nicht verletzlich. Aber dann muss ich halt warten, bis er wieder sichtbar wird. Der merkt sofort, wenn ich schieße. Ich habe leider keinen Schimmer, wie ich rauskriegen soll, ob ich ihn getroffen habe. Ich muss warten, bis er wieder sichtbar wird. Solange er stöhnt, kann ich ihn, glaube ich, treffen. 700. Irgendwas habe ich jedenfalls getroffen von ihm. Irgendeins seiner Kinder.